Brigidhasana ist eine Stellung, die der heiligen Brigitte gewidmet ist. Es gab eine Brigida von Kildare, die in Irland geboren wurde im 5. Jahrhundert und sie gilt als eine irische Heilige. Und da es in englischem oder irische Missionare in Indien gab, die große Anerkennung in Indien hatten, haben dann einige indische Hatha-Yoga-Meister ein Asana nach der Brigida genannt. Und es gibt diese in zwei Variationen. In der einen Variation ist das Bein zur Seite, also so ähnlich wie ein halbes Kreuz, wo das Bein über Kreuz ist. Und auf der andere Variation ist, wo das Bein nicht unter dem Bauch zur Seite geschoben wird, sondern einfach das gleichseitige Bein zur Seite gegeben wird. Beide Übungen nennen sich Brigidhasana, Stellungen der heiligen Brigitta von Kildare. Es heißt, dass sie einen heidnischen Vater hatte und sie hatte große Freigebigkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber Armen und Kranken, was ihr Vater gar nicht wollte. Und so ist sie von ihrem Vater geflüchtet und ist in ein Kloster gegangen. Dort entwickelte sie sich immer weiter zu einer großen Heiligen. Und nach ihr wurde dann die Ordensgemeinschaft der Brigitten benannt, die auch als Sisters of Saint Bridget bezeichnet werden und die gerade in Indien gute Sozialarbeit geleistet haben, was auch unter den Hindus ihnen große Anerkennung geschenkt hat.